Für die vier besten deutschen U19-Teams schlägt dieses Wochenende im niedersächsischen Quakenbrück die Stunde der Wahrheit. Bereits zum 12. Mal wird der Meister der Nachwuchsbasketball-Bundesliga im Top 4 ermittelt. Für Ratio Farm Ulm, das nach 2016 erst zum zweiten Mal dabei ist, ist die Teilnahme der Saisonhöhepunkt. The Final Four is always the Final Four, you know, it's special, it's about playing for the German Championship. I mean, what else do you need? We're lucky to be here and also prepare well for it. Neben den Ulmern haben sich die Young Raster Dragons sowie der Nachwuchs von Alba Berlin und dem FC Bayern qualifiziert. Im Halbfinale am Samstag trifft die Mannschaft um Topscorer Nico Brezel auf den Ausrichter. Die Dragons aus Quakenbrück, die zwar anders als die Ulmer in den Playoffs bereits eine Niederlage kassierten, dafür aber in der Hauptrunde mit 15 Siegen aus 16 Spielen dominierten. Von Aufregung ist vor dem Halbfinalduell aber nicht zu spüren. Ich glaube, die Universität wird direkt vor den Spielen kommen. Also es wird jetzt hält sich noch so in Grenzen, aber ich freue mich mehr, als dass ich nervös bin. Im zweiten Halbfinale treffen die Berliner und Münchner aufeinander. Während der Vorjahresmeister aus München gerade in der Hauptrunde strauchelte, haben die jungen Albatrosse, die in der kompletten Spielzeit nur ein einziges Mal den Kürzeren zogen, eindrucksvoll klargestellt, wo es hingehen soll. Einen klaren Meisterschaftsfavoriten sieht der Ulmer Coach Danny Jansson allerdings nicht. Well, I think all of them are really, really high quality teams. Like 2 years ago when we attended to or qualified for the Final Four, there was one really clear favor to win it all. I would of course consider based on everything this year that Alba would be considered as a favorite. But to be honest, I would not bet for any team. Every team has great qualities, some weaknesses as well. It's going to be really interesting to see how we match up to each other. Für vier Nachwuchskräfte des Ulmer Teams ist das Top 4 nicht nur der Abschluss der aktuellen Saison, sondern bedeutet zeitgleich auch das Ende ihrer Jugendlaufbahn. Eine ganz besondere Zeit, auf die Marius Stoll mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt. Der Jugendbasketball an sich so ist schon was eine besondere Zeit. Ich habe auch während der Saison mal mit Akpina darüber geredet, der ist ja auch seit 3-4 Jahren da raus. Und ja, man hat das letzte Jahr auf jeden Fall nochmal genießen, weil du das so in der Form mit den Leuten, die du schon jahrelang kennst, die in demselben Alter wie du sind, das wirst du so nie wieder haben. Deswegen das nochmal genießen und klar blickt man da auch ein bisschen wehmütig zurück so auf die Zeit, die man eben hatte. Tip-off im Halbfinale ist am Samstag um 17.30 Uhr. Setzen sich die Ulmer durch, so steigt am Sonntag um 14 Uhr das große Finale. Auf der Homepage der NBBL gibt's alle Spiele im Livestream.